Es ist eine der ganz großen Wirtschaftsgeschichten dieser Jahre. Die Insolvenz und Rettung von Galeria Kaufhof und die Hoffnung der fast 13.000 Beschäftigten. Die ruhen unter anderem auch auf dem Präsidenten des SV Waldhof Mannheim, Bernd Beetz. Er soll nämlich zusammen mit dem US-Wirtschaftler Richard Baker das Unternehmen retten. So berichtet es die deutsche Presseagentur und beruft sich dabei auf Verhandlungskreise. Die beiden Investoren würden dann die verbleibenden 92 Häuser übernehmen, darunter die Filialen in Speyer, Mannheim und Heidelberg. Beide kennen das Unternehmen sehr gut. Baker war bereits 2015 Eigentümer und Beetz war von 2018 bis 2019 Aufsichtsratsvorsitzender. Die Verträge sollen heute noch unterzeichnet werden und morgen möchte man dann die Übernahme offiziell machen. Welche Folgen das für die Häuser in der Region haben wird, ist bislang allerdings noch offen.